So, damit hallo und herzlich willkommen zurück bei The Planet Crafter. Wir haben gleich die erste Stufe erreicht. Ich bin fast gewollt, hier jetzt einfach stehen zu bleiben und abzuwarten. Ist aber natürlich Blödsinn. Andererseits, ja komm, wir warten hier ganz kurz. Ja, wir haben viel geschafft bisher. Wir haben ein schönes Lager, es ist ziemlich ruhig gerade. Ich will wieder Musik haben. Wo ist die Musik? Komm, 1% noch. Los. Komm. Ja, blauer Himmel, blauer Himmel, blauer Himmel. Als nächstes Wolken. Fortgeschrittene Herstellungsstation. Nice. Was brauchen wir dafür? Mehr herstellen ist, denke ich, immer was Gutes. 3 Aluminium, ein Titan bräuchten wir noch. Ich würde jetzt aber erstmal sagen, wir machen hier alles leer. Silizium. Und gehen einfach nochmal farmen. Magnesium haben wir hier hinten. In der Zeit können wir noch ein bisschen Luftdruck generieren für die Atomkraft. Achso, ich sollte erst was essen. Wir brauchen auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Aluminium. Für. Ja, eigentlich alles Mögliche. So ist ja auch egal, ob das zeitgleich fertig wird. Dann können wir nämlich demnächst auch, glaube ich, schon die nächste. Also wir können ja schon die nächst bessere Heizung herstellen. Ich weiß gerade nur nicht, was wir dafür brauchen. Ich gehe jetzt trotzdem erstmal Aluminium holen. Und der Himmel ist nicht blau, der Himmel ist schwarz. Frustrierend. Wir wurden belogen. Aluminium, Dankeschön. Kobalt haben wir jetzt vorübergehend erstmal ein bisschen. Hauptaugenmerk aktuell auf Aluminium und wie immer Eisen. Eisen brauchen wir halt. Immer, davon können wir gar nicht genug haben. Und vielleicht finden wir demnächst ja auch schon das nächste Wrack. Oder mal wieder eine Kiste. Eine Kiste wäre natürlich auch wieder cool. Da hinten ist irgendwas. Eis können wir auch mitnehmen. Das da hinten scheint auch wieder was Größeres zu sein. Da oben auch, ey. Hier ist überall was. Eine goldene Kiste. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Da ist eigentlich immer geiler Scheiß drin. Noch ein goldener Samen. Oh, cool. Okay, wir sollten die goldenen Kisten alle abbauen. Aber jetzt sollten wir erstmal nach Hause. So, dann nehme ich jetzt trotzdem wieder Kobalt mit für neue Sauerstoffflaschen. Da ist noch eine Kiste. Zeig mal her. Noch ein Mikrochip. Den nehmen wir gleich mit. Wir holen die Kiste dann gleich. Okay, wir wissen, wo sie ist. Hinter diesem Wrack. Das heißt, wir könnten gleich wieder so eine Pflanzenröhre hinstellen und einen goldenen Samen reinhauen für mehr Sauerstoff. Haben die Pflanzenröhren auf Stufe 3 nicht sogar ein bisschen Luftdruck auch gemacht? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Zeig mal her. Nee.
Aber Sauerstoff machen sie. Die Heizungen hatten noch ein bisschen Luftdruck gemacht. Aber auch gar nicht so viel. Abbaugeschwindigkeit. Ein Silizium, das machen wir sofort. Silizium. Geil. Dann räumen wir auf. Nein. Das und das. Das. Noch eine Superlegierung. Aluminium. Eis können wir... Ja, eigentlich sollten wir wirklich noch eine Kiste hinstellen. Habe ich gerade genug Eisen einstecken? Natürlich habe ich das. Ein Grasverteiler, okay. So. Eis. Könnten wir eigentlich auch mal voll machen. Titan. Einmal müsste ja reichen, ne? Denke ich. Was kostet denn die Pflanzenröhre Stufe 3 nochmal? Zwei Silizium, ein Magnesium, ein Alu. Eins, zwei. Magnesium und Aluminium. Ein Wasser haben wir. Wollen wir wetten, dass der Strom gleich ausgeht? Oder auch nicht. Dann holen wir nochmal den goldenen Samen. Okay, Sauerstoff geht jetzt krass schnell hoch. Wärme geht so. Wir sollten rein theoretisch wirklich umbauen auf die neue Wärmepumpe. Die bringt halt deutlich mehr. Dafür baue ich die beiden einfach mal ab. Dann brauchen wir Iridiumstäbe. Vorzugsweise zwei. Einmal. Noch ein bisschen vor. So. Und keine Energie mehr. Zwei Kobalt. Zwei Kobalt, ein Magnesium. Einmal Alu, einmal Silizium. Hoffentlich reicht das eine Ding. Zumindest fürs Erste. Jo. So, dann müsste nämlich die Wärme jetzt auch deutlich schneller hochgehen. Ja, ist auf jeden Fall okay. Die nächste Stufe Wolken haben wir halt schon fast erreicht. Das geht ziemlich zügig. So, hierfür 60. Gut, dann warte ich ganz kurz. Die haben wir nämlich gleich. Dann stellen wir unseren Strom auf jeden Fall auf Kernkraft um. Oh ja, geil. Drei Superlegierungen, zwei Wasser, ein Uranstab. Wir könnten drei Stück machen. Wenn wir genug Wasser hätten. Dann gehe ich einmal schnell ein bisschen Eis farmen. Und vielleicht gleich die Kiste holen.
Von der Superlegierung haben wir, glaube ich, auch genug, dass wir gleich drei so Dinger bauen können. Und dann hoffe ich doch, dass wir uns erstmal eine ganze Zeit um Strom keine Sorgen machen müssen. Da ist ja noch eine Kiste. Das ist ja perfekt. Mit noch einem Chip. So, die andere Kiste war irgendwo hier hinter so einem Stein. Hier. Ich glaube, das war diese. So, dann haben wir hier nochmal Eis. Und das kann ich nicht mitnehmen, frech. Dann nehme ich halt das hier mit. Und wir sind sowieso voll. Gut. Dann kümmern wir uns mal eben um unser Strom. Wir machen ziemlich geile Fortschritte. Ist auch tatsächlich was, was ich an dem Spiel sehr mag, dass die Fortschritte, also dass man doch relativ schnell Fortschritte macht. Und es kommt immer ein neues Ziel. Es kommt immer irgendwas Neues, was man halt ja auf die Schnelle noch zwischendurch machen kann. Die Zeit geht unheimlich schnell vorbei. Jedes Mal ist plötzlich die Folge um und ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. So, zeig mal, wir brauchen Wasser. Das wollte ich nicht. Okay, noch ein Wasser, wenn es geht. Und ich brauche auch ein Wasser zu trinken. Habe ich nicht gerade... Achso, ich habe nur... Ja, ich habe nicht zwei Eis mitgenommen, weil ich natürlich voll war. Eine Startrampe. Ui. So, nochmal Wasser. Dann haben wir hier... Beweglichkeitsstiefel 2. Sollten wir vielleicht auch mal machen. Die Nahrung packe ich mal weg. Ein Wasser trinken wir gleich. Okay, ich kann alles ablegen erstmal. Kobalt braucht man nicht. Silizium braucht man nicht, Aluminium braucht man, glaube ich, auch nicht. Wir brauchen die drei Stäbe und 9 Superlegierungen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jetzt machen wir uns unheimlich viel Strom. Wir könnten jetzt rein theoretisch genug Strom haben, dass wir die Dinger einfach abbauen können. Da haben wir auch wieder ein bisschen was zum Bauen. Ja, das wollte ich nicht. Ups. Strombildschirm, ne?
schön in die Mitte. Ja. Ja doch, wir können die Solarpaneele definitiv einfach abbauen. Geil. Und wir haben trotzdem noch mehr als genug Strom übrig. Zumindest vorübergehend. 130. Perfekt. So, Eisen weg. Kobalt haben wir dann auch erstmal. Wir können sehr, sehr viele Sauerstoffflaschen machen. Silizium und Magnesium. Wir brauchen nur noch mehr Eis für noch mehr Wasser. Pass auf, ich nehme jetzt nochmal so eine Astronautennahrung. Ich würde die nämlich trotzdem gerne auf... Wir haben noch Eis? Geil. Ich hätte gerne, dass alle unsere Nahrungsröhren gleichzeitig auf Stufe 100 sind, also auf 100%. Trinken brauchen wir es jetzt aktuell gerade noch nicht. Als nächstes kommt Regen. Was sollten wir denn gerade noch bauen? Das Ding könnten wir eigentlich mal machen. Ein Eisen, zwei Silizium. Und einmal Magnesium. Ich glaube zwar nicht, dass wir es dringend brauchen, aber ich will es ja so oder so haben. Keine Kommunikationsantennenreichweite, okay. Was können wir denn noch Schönes bauen? Ein Grasverteiler. Das Ding hätte ich gern. Beziehungsweise als allererstes das hier. Dreimal Aluminium. 1, 2, 3. Ein Titan, ein Magnesium, ein Silizium. Ein Titan, ein Magnesium, ein Silizium. Würde ich hier einfach in so eine Nische bauen. Halbwegs mittig. Rucksack Stufe 4. Ui, Jetpack. Geil. Sauerstofftank Stufe 4. Wir brauchen sehr, sehr viel Superlegierung. Und dafür brauchen wir eigentlich von allem eins. Ich will erstmal den Rucksack. 3 Superlegierungen, 1 Titan. Wie viel Superlegierung haben wir aktuell? 2. 1, 1, 1, 1. Hiervon dann 2 und 1. Ja, da passt auf jeden Fall ein bisschen mehr rein. So, für den Raketenantrieb. 1 Iridiumstab, 2 Uran, 1 Superlegierung. Also eigentlich 2. Haben wir 2 Iridiumstäbe aktuell? Nein. Und wir brauchen 9 Iridium für einen Stab. Wir sollten nochmal in diese Iridiumhöhle rein. Uran würde knapp reichen, aber da hätten wir das Jetpack. Scheiß drauf, komm, wir gehen nochmal schnell in die Höhle. Und schauen, dass wir Iridium holen. Ich hoffe, das hat... Ich hoffe halt wirklich, das spawnt nach. Sonst haben wir ein Problem. Das wäre... maximal ungünstig. Wir haben gleich eine halbe Mille Terraforming Index. Das ist auch fast schon ein bisschen krank.
haben wir die goldene Kiste hier geplündert. Ich meine, im Zweifelsfall auf jeden Fall bauen wir sie ab für Superlegierung. Ja, ist leer. Sehr gut. War das hier drin? Ja, aber es spawnt natürlich nicht nach. Oh, shit. Ein bisschen was kriegen wir, aber es ist nicht viel. Okay, das schmilzt irgendwann. 100 Nanokelvin. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen Temperatur. Wir bräuchten auch noch ein bisschen Titan. Da haben wir, glaube ich, nicht so viel. Kobalt haben wir erstmal. Wir gehen zurück auf den Weg. Nehmen wir Titan mit Eisen. Ja, komm, wir nehmen auf jeden Fall auch wieder Eisen mit. Das kann ich einfach nicht liegen lassen. Bisschen mehr Wasser können wir auf jeden Fall auch brauchen. Gerne auch ein bisschen viel mehr Wasser. Ab und an brauchen wir das halt auch für die Baurezepte. Warum ist denn jetzt plötzlich so viel Eisen hier? Die ganze Zeit habe ich es gesucht, war nichts da. Und jetzt einfach super viel. Nicht, dass ich mich beschweren möchte, aber das ist frech. So, Inventar voll. Weißt du was? Das Titan nehme ich mit. Wenigstens eins. So, dann einmal nach Hause. $100k, dass das Eis da drin schmilzt. Dann kommen wir wahrscheinlich an noch mehr Iridium. Wir gucken gleich mal, wie viel haben wir denn? Wie weit sind wir denn davon weg, dass das schmilzt? Der schwarze Planet im Hintergrund schaut auch mega geil aus, ne? Anheften? Anheften? Wie? Oh, das dauert gar nicht mehr so lang, bis das schmilzt. Das geht. Das geht, das geht, das geht. Pass auf, Eis. Eisen. Titan. Aluminium. Iridium nehme ich mal alles mit. Wir brauchen zwei Iridiumstäbe. Dann brauchen wir zwei Superlegierungen und vier Uran. Zweimal Superlegierung. Okay, damit ist unser Uran dann komplett weg. Eine Superlegierung haben wir. Wie viel Eisen wir jetzt plötzlich übrig haben? Ein Titan. Geil. Oh ja, ist das geil. So, das ist alles fertig. Dann fressen wir uns gleich mal was. Die Aubergine räume ich erstmal auf. Dann mal ein bisschen was auf Vorrat. Eine Sauerstoffkapsel können wir uns mitnehmen. Ein Wasser nehmen wir uns nochmal mit.
womöglich das Anheften eines Handwerksrezepts. Ja gut, ich bin ganz ehrlich, kann man machen, muss man aber nicht. Das hier könnten wir machen. Bewegungsgeschwindigkeit plus 30%. Könnten wir halt wirklich mitnehmen. Das Ding macht auch langsam Sinn. Wir werten erstmal das Exoskelett auf und dann machen wir die Beweglichkeitsstiefel. Titan, Silizium, Magnesium, Titan, Silizium, Magnesium. Ich glaube, es waren zwei Silizium. Oder? Nee, es waren zwei Magnesium und ein Alu. Na gut. Dann Exoskelett. Aufgewertet. Als nächstes machen wir die Stiefel. Zwei Alu, zwei Stoff. Zum Glück haben wir ein bisschen Stoff. Okay, für Stufe 2 reicht es noch nicht. Ein Biodom. Geiler Scheiß. Für Stufe 2 reicht es noch nicht. Wir brauchen mehr Stoff. Das heißt, wir müssen mehr und mehr Wracks plündern. Was brauchen wir für den Biodom? Okay, der ist teuer. Superlegierung. Kobalt, Aluminium, Titan. Kriegen wir 3 Superlegierungen hin? Ja, aber dann ist kein Titan mehr übrig. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, den Biodom hätte ich natürlich super gern. 2 Titan, Blumentopf. Ist aber, glaube ich, dann bloß dekorativ, oder? Ja, ne, macht ein bisschen Sauerstoff. Titan. Wir gehen mal schnell ein bisschen Titan farmen. Kobalt haben wir auf jeden Fall genug. Und dann müssten wir auch langsam mal unsere Plattform erweitern. Weil die kostet ja immer bloß ein Eisen. Eisen haben wir aktuell erstmal ein bisschen auf Vorrat. Heißt nicht, dass ich es liegen lasse. Ah, Titan. Was ist denn das? Ach, Eis. Ja gut, jetzt haben wir es halt. Eis. Junge, ich brauche Titan, bitte. Magnesium brauche ich gerade nicht. Eisen nehme ich natürlich mit. Ja, gerne. Ganz vergessen, wir können jetzt fliegen. Titan, Titan, Titan. Titan. Titanic. Ist hier nirgendwo Titan? Da vorne ist eins. So, Eisen. Und nochmal Titan. Ich hätte halt gern ein bisschen Titan gleich wieder auf Vorrat. Wir müssen gleich Sauerstoff nehmen. Aber halb so wild. Wir haben, meine ich, 2 Sauerstoffflaschen dabei und dann fliegen wir zurück. Das geht ja jetzt auch gleich deutlich schneller. Voll geil.
Da kriege ich richtig, richtig Strecke rum. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir nach Hause und morgen in der nächsten Folge praktisch werden wir den Biodom bauen. Also erstmal die Plattform erweitern und dann den Biodom. Können wir den Biodom praktisch bei uns als Kuppel draufsetzen? Ich will sowieso langsam gerne eine zweite Etage bauen. Dann würden aber auch die Computer nach oben umziehen. Unten würde ich, glaube ich, nur so Lager und Heizungsscheiß bauen. Müssen wir mal gucken. Also morgen werden wir auf jeden Fall ein bisschen was bauen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir haben jetzt alles, ne? Alu haben wir da. Magnesium, ich gucke ganz kurz. Wir haben nicht genug Alu. Ich räume erstmal auf. Dann sehen wir uns morgen wieder. Und bis dahin wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Abend. Startet mir gut ins Wochenende. Ich habe die Schuhe gar nicht ausgerüstet, weil ich doof bin. Ja, startet mir gut ins Wochenende. Wunderschönen Abend und hoffentlich bis morgen. Macht's gut. Tschüss, Sikorski, und ciao, ciao.